Die Abwasseranalysen der letzten Wochen zeigen, auch in Österreich gehen die Corona-Fälle wieder nach oben. Und das ist natürlich zurückzuführen auf den Tourismus zu einem großen Teil. Aber was genau dahinter steckt und wie gefährlich oder ungefährlich die KP3-Variante ist, die derzeit kursiert, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Norbert Nowotny, der an der VetMed-Uni tätig ist. Einen schönen Abend, Herr Nowotny. Einen schönen Abend, Frau Eichelburg. Schon lange nicht gesehen. Ja, das ist themenbedingt, Herr Nowotny, aber jetzt müssen wir ja wieder reden, denn die Corona-Zahlen, die gehen jetzt aktuell leicht nach oben, zumindest zeigen, dass die Abwasseranalysen. Diese Variante, die aktuell kursiert, diese KP3, wie gefährlich oder wie ungefährlich ist denn die? Denn, und was ist auch der Grund, warum sie sich jetzt schon wieder ausbreitet? Das sind alles Omikron-Untervarianten, also auch diese KP3, die ein Abkömmling von JN1 ist. Und es zirkulierten in der letzten Zeit einfach sehr viele verschiedene Omikron-Untervarianten. Und jetzt nimmt halt gerade diese KP3-Variante Fahrt auf. Wir hatten ja eine kleine Sommerwelle. Danach haben sich die Zahlen wieder etwas normalisiert, sind zurückgegangen und jetzt beginnen die Zahlen wieder anzusteigen. Das sehen wir, wie Sie gesagt haben, bereits im Abwassermonitoring. Für alle interessierten Zuseherinnen und Zuseher, abwassermonitoring.at kann man das wunderbar nachverfolgen. In Wien haben wir derzeit die höchste Inzidenz von allen Bundesländern, aber in allen Bundesländern zeigt sich im Abwasser, dass wir mehr Viruslast da haben. Wir haben auch, und das ist eben das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, das gibt es auch noch immer, sari-dashboard.at, und da sieht man die Hospitalisierten österreichweit. Und da kann man nicht nur Corona sehen, sondern auch Grippe, also echte Grippefälle und das RS-Virus. Und während Grippe und RS-Virus haben wir praktisch keinerlei Infektionen derzeit, also diese beiden Viren zirkulieren nicht, sehen wir auch circa um die 200 Hospitalisierte aufgrund von Coronavirus-Infektionen österreichweit. Das ist absolut nicht tragisch und alle sind auf Normalstationen. Nur ganz, ganz wenige, also 3 oder 4, haben eine intensivmedizinische Behandlung bedurft. Also es ist nicht wirklich tragisch, aber die heurige Welle, die ja für Herbst und Winter erwartet wurde, beginnt schon ein bisschen früher. Und ja, daher sollten wir das weiter verfolgen. Aber im Moment sind die Zahlen noch nicht dramatisch. Mhm. Aber der Grund ist, nehme ich mal an, die starke Reisetätigkeit, die ja jetzt seit Ende der Corona-Krise wieder enorm zugenommen hat. Würden Sie das auch sagen? Und was bedeutet das auch jetzt im Hinblick auf den Schulbeginn? Naja, der Schulbeginn wird einen weiteren Boost an Infektionen geben, das erwarten wir. Ja, Reisetätigkeit natürlich. Es ist aber so, dass es nicht nur Österreich als Urlaubsland betrifft, sondern auch andere Länder Europas. Da schaut es ganz ähnlich aus, dass ebenfalls diese Variante im Steigen begriffen ist, zum Beispiel auch in Deutschland. Mhm. Ja. Jetzt natürlich der Schulbeginn wird zu weiteren Fällen, zu einem noch höheren, nicht noch höher, im Moment ist es nicht tragisch, aber wird langsam zu einem steigenden, erhöhten Infektionsrisiko führen. Wie kann man sich denn jetzt am besten schützen, beziehungsweise muss man eigentlich als gesunder Mensch überhaupt Angst haben davor? Wie soll man umgehen, wenn man jetzt weiß, man könnte Corona haben? Soll man sich testen? Zeigen die Tests die neue Variante auch an? Und wie soll man sich verhalten, wenn man infiziert ist, aber zum Beispiel nur leichte Symptome hat? Soll man dann wieder normal arbeiten gehen oder dann in die Schule gehen oder soll man zu Hause bleiben? Was sind da aktuell die Empfehlungen?
Also die gute Nachricht ist, die Tests funktionieren nach wie vor, sowohl die Antigen-Schnelltests, die man in der Apotheke käuflich erwerben kann, als auch die PCR-Tests, da ist es ein bisschen schwieriger, die zu kriegen oder einen PCR-Test machen zu lassen. Aber die Antigen-Schnelltests in der Apotheke sprechen nach wie vor gut an. Und im Moment, wenn Sie es wirklich wissen wollen, wenn Sie einen Atemwegsinfekt im Moment haben, dann reicht es, wenn Sie die reinen Coronavirus-Tests in der Apotheke kaufen. Es gibt auch Kombinationstests mit der echten Grippe, der Influenza und dem RS-Virus. Die sind nicht notwendig, weil weder Influenza noch RS-Virus derzeit zirkuliert. Das heißt, wenn man es wissen will, nur einen reinen Corona-Test kaufen in der Apotheke und dann weiß man, ja, ich habe Corona oder ich habe es nicht. Dann vielleicht auch noch die Frage zu den Impfungen. Da gibt es jetzt wieder Empfehlungen, sich impfen zu lassen. Wer sollte das tun? Also ehrlich gesagt, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Im Moment würde ich noch nicht zu einer Impfung raten, denn die Viruszirkulation ist noch nicht dramatisch. Natürlich, besonders gefährdete Risikogruppen, die wissen Sie inzwischen eh, wenn sie gefährdet sind oder besonders gefährdet sind, die könnten und sollten vielleicht auch jetzt bereits zur Impfung gehen. Es gibt auf JN1, also sozusagen jene Virusvariante, aus der KP3 entstanden ist, gibt es Impfstoffe, das sind also angepasste Impfstoffe, die wirklich recht gut darauf zugeschnitten sind. Meine persönliche Meinung ist, Impfung aber wirklich nur für extreme Risikopatienten. Für den Rest der Bevölkerung würde ich sagen, unbedingt noch warten. Denn wir wissen ja, es ist ein viraler Atemwegsinfekt und bei allen Atemwegsinfekten ist der Impfschutz nur eine gewisse Zeit vorhanden. Und wir erwarten im Spätherbst und Winter eine wesentlich massivere Welle, die vielleicht jetzt beginnt. Das heißt, für alle anderen, die können sehr gerne mit der Impfung meiner persönlichen Meinung nach noch zuwarten. Und vielleicht jetzt noch zu den Symptomen. Und ist die aktuelle Variante mit der des letzten Winters vergleichbar oder ist sie jetzt schon schwächer? Wie fällt die Erkrankung bei den meisten Menschen derzeit aus? Das kann man so nicht sagen, denn wir haben ähnliche Symptome. Es ist im Wesentlichen ein viraler Atemwegsinfekt mit den entsprechenden Symptomen. Und ja, also die Symptome sind ähnlich wie im Vorjahr. Das Virus entwickelt sich weiter, aber es sind alles Omikron-Untervarianten. Das heißt, die wirklich sozusagen unter Anführungszeichen bösartigen Virusvarianten, nämlich bis inklusive Delta, die gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Und daher ist eine Impfung, ja, man kann sich impfen lassen. Für Risikogruppen, für ältere Menschen wird sie explizit empfohlen. Meine persönliche Meinung ist, also wenn Sie nicht einer extremen Risikogruppe angehören, können Sie trotzdem noch etwas warten, bis mehr Virus zirkuliert, damit dann, wenn wirklich viel Virus zirkuliert, auch ein optimaler Impfschutz vorhanden ist. Sie haben vorhin auch die Maske angesprochen bezüglich einer FFP2-Maske. Auch im Moment, speziell jetzt, wo es so heiß ist, brauchen wir das nicht einmal andenken. Aber in weiterer Folge dann im Herbst und Spätherbst, wenn mehr Virus zirkuliert, schützt die Maske wirklich ausgezeichnet vor Ansteckung. Die Impfung schützt ausgezeichnet vor einem schweren Krankheitsverlauf. Also im Herbst wird es dann wirklich ernst, sobald wir dann wieder in geschlossenen Räumen sind und dadurch natürlich diese Erkrankungen sich leichter verbreiten können, kann man das so zusammenfassen. Aktuell ist jetzt nicht unbedingt Grund zur Sorge.
So, genau, so kann man es zusammenfassen. Also ich sehe im Moment kein großes Problem. Ja, wir sehen ein erhöhtes Infektionsrisiko. Es zirkulieren mehr Viren, aber wirklich nicht in oder noch nicht in dramatischem Ausmaß. Aber wir gehen davon aus, dass im Laufe des Septembers, Oktobers dann die Zahlen weiter steigen werden. Aber das werden wir dann ohnehin sehen und dann Maske und für Risikogruppen Impfung. Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Dr. Nowotny, für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch und den Zuseherinnen und Zusehern. Danke vielmals.